So, live. Ohne Greenspeed, Sven hat gesagt, wollte er nicht. Ah ja. So, wir spielen Pokémon? Ja. Fusion. Weil wir heute Pokémon Fusion. Wir spielen nämlich heute Pokémon Infinite Fusion. 100% spielen wir natürlich durch. Das heißt, wir müssen 145.000 Pokémon fahren. Ne? Gar kein Problem. Easy. Ne? 2 Wochenenden, dann haben wir das. Ja. Stimmt, mein New Game. Du siehst ja alles, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott. Your Name. Was ist eine gute. Was ist eine gute Name? Was ist eine gute Name? Schwänzig. Ich dachte, ich einfach aus. Schwänig, genau. Schwänig, komm. Schwänig, alles klar. Schwänig, 17 Jahre alt. Pokémon. Bisschen schwedisch. Klingt ein bisschen schwedisch. Wenn du das sagst. DNA Splissers hat ein neues Produkt. Was ist Blissers? Es zieht die DNA aus 2 Pokémon und kombiniert sie dann, um eine neue Spezies zu erschaffen. Wir sehen ein Beispiel, Gengar. Und Nidorino. Ich sehe keinen Gengar. Ah, jetzt. Okay. Und jetzt sehen wir diese Magie. Das sieht gruselig aus. Ist ja auch ein geiles Pokémon. Ja, aber das sieht... Beide fusionierte Pokémon können den Moves lernen aus beiden Hälften. Was denen natürlich einen Vorteil gibt, ne, gegenüber den normalen Pokémon. Mhm. Und du kannst es auch probieren, mit deinem eigenen. DNA Splicers, jetzt erhältlich in jedem Pokémarkt. So, da sind wir aber schon. Vom PC, das ist die Xbox, würde ich behaupten. Unsere, natürlich unser Hantel, ne, wir haben dicke Muckis. Oh, unseren Rivalen. Bevor wir zum Professor Eich gehen, müssen wir erstmal unseren Rivalen benennen. Machen wir genau andersrum. Jans, oder was? Ja. Easy. Jansl, wer kennt ihn nicht? So, Professor Eich, jetzt gibt uns keine Scheiße. Ja, da kommt Jansl an, ey, der Wichser. Hallo. Was denn? Der hat eine krasse Frisur. Der ist voll arrogant, ey. Er sagt nicht Hallo, er sagt Yo. Ne? Dann, Yo. Dann erkennt man die Assis. Ah ja. Ich würde gerne rennen, ne? Noch war keiner da. Svenik! Ja, naja, siehst du. Da war der die ganze Zeit. Nur um uns dann hier eine Schelle zu verteilen. Da geht man nicht hin, ohne Puppen, weißt du? Richtiger Wichser. Professor Eich war einfach das größte Arschloch überhaupt. Der mit seinem Pokémon-Handel. Oh Mann, ey. So, Sven. Nehmen wir das Bisasam, Sven. Bisasam sagt. Bisasam? In Ball 2 haben wir einen Glumanda. Ja, welche Starter willst du denn haben, Sven? Kennst du 3? Ja. Also, genau, also ich persönlich finde Glumanda immer am besten. Mit dem Glumanda? Oder bist du mehr so der Shiggy-Typ? Ja, mit dem Glumanda. So, mal gucken, was nimmt er denn jetzt? Dann nimmt er ja Shiggy eigentlich. Boah, Gary hat die anderen Jan. LOL! Sven, wir sind am Sack. Janzel hat jetzt Shiggy und Bisasam genommen, hat sie jetzt fusioniert. Was ist das denn? Ja, Sven, jetzt sind wir im Sack. Na, weg hier! Warum haben wir die Shiggy und Glumanda vereint? Wir sind so langsam. Du hast gesagt, wir nehmen Glumanda. Jetzt kommt der Fight, Sven. Sven gegen Janzel. Das Weltprodukt. Squirtza, da ist es. LOL. Es sieht einfach aus, als ob Shiggy sich einfach auf seinem 4 Beinen hingesetzt hat. Ja. Und einfach nur ein Bisas am Gesicht bekommen hat. Bist du gemein heute? Was ist denn los mit dir? Entschuldigung, aber das sieht doch echt so aus. Boah, aber jetzt haben wir. Weiß gar nicht, wir wissen jetzt auch nicht den Typen, ne? Wer jetzt beide Typen bekommen hat, dann ist der jetzt Pflanze Wasser, ne? Aber Bisas hat ja auch Gift, ne? Deswegen, ich weiß halt nicht, wie das genau funktioniert. Hat es jetzt 3 Typen, theoretisch? Ach ja, stimmt. Wie ist das mal auf Gift noch gleich zu Anfang? Schwierig dann. Boah, Sven. Ich glaube, noch hat er keine Wasserattacke, noch können wir gewinnen. Weil dann merkt man schon die erste Änderung an Pokémon Fusion. Boah, 4 Leben. Kratzer oder nicht Kratzer, das ist die Frage. Boah, Sven. Oh, oh, oh.
Also bei mir sind wir jetzt noch bei 4 Leben. Easy. Ja, geil, hast gewonnen. Easy. Level 6! Schicksal hat's nicht geschafft. Ich meine, wir müssen es ja auch übers Deutsche übersetzen. Die Fusionsnamen sind natürlich auch Englisch. Wie würden wir Shigi Bisasam denn nennen? Bisagi? Ja, oder Bisagi? Bisagi, ja, komm, Bisagi. Der olle Bisagi, ey. Wir sind Pokémarkt. Könnte man sich hier jetzt schon direkt so ein Ding holen, einfach? Weil es ist ja jeden. Ja. Aber wir mussten ja dahin und dann wieder zurück. So war das, genau. Wir kriegen es geschenkt, gar kein Problem, Sven. Ja, wow, ich dachte, das kostet Milliarden Euro. Oder Poké-Dollar, wie die Währung da heißt. 500! Ah, okay, also das ist wirklich so ein Verbrauchsgegenstand. Das geht nur einmal und dann muss man neues kaufen. Wahrscheinlich. Und das ist unser Pokédex. Yay, Pokédex! Nice. Über 175.000 sind es jetzt schon. Ja, gut. Also ab nächster Woche macht Sven dann nur 100% Run. Ich erkläre ihm das ja noch. Du, 2 Wochen hinten, dann haben wir es. Okay, jetzt kommt... Pokéball übersehen. Ich kam da nicht ran. Wie? Okay, Sven, raten. Was ist das? Ein Habitat und? Ein Taubsi? Habitat und Taubsi, würde ich sagen, ja. Ja, passt sogar, ja. Passt. Oh, ich glaube, der macht uns aber fertig. Guck dir mal an, wir haben nicht mehr so viel. Okay, er macht Heule, er ist ein Ehrenmann. Okay, gut. Immerhin. Ah, der hat eine schlechte Kombination eigentlich genommen. Oh, kritisch! Vogel und Vogel. Was? Kritisch, Sven. So ja, so weit bin ich noch nicht. Okay, Sven hypt immer im Nachtrag nochmal. Der hat uns ein Pokéball geschenkt. Er sagt. Geil. Ne? Ja, stimmt, aber wir können ja auch fusionieren, das ist ja schon recht. Theoretisch genau. Können wir, ne? So, nochmal einen Trank. Nur wilde Pokémon finden wir irgendwie nur drauf. LOL, jawohl, Sven! Was? Ich hab die Renntaste gefunden. Aha. Dräh! Sven, da ist das, was wir haben wollen. Wird aber auch interessant vom Level her, ne? Wenn sie sich fusionieren. Stimmt, aber ich denke mir, da wird das stärkste Level genommen, der geht mal. Also bei 2,5 haben wir gesehen, bleibt 5. Ne? Ja. Boah, es wird der Durchschnitt genommen. So. Sollen wir die Duran fangen? Würde ich sagen. First try. Easy. Button Spoiler. Gigi? Spiel kaputt? Ja, das Spiel ist gerade aufgekommen. Ah! nochmal von vorn. Wo ist so eine Bebop-Glurak-Mischung? Wäre eigentlich auch nicht verkehrt, oder? Bebop-Glurak? Okay. Wir haben halt nur einen. Schwierig. Wir haben halt nur einen Glurak, ne? Ja, deswegen. Ich bin aber auch nachher mal gespannt auf Besa Knoss und Shellock dann. Nächste Fusion, Sven. Hornfratz. Aber die süße Nase. Ja, die ist echt süß. Wie so ein Meerschweinchen. Ich glaube, Doppelking wird nicht das Problem sein, bis Rocco. Nee, okay. Das sein hat irgendwie ein Level 20 Pokémon. Meinst du? Ja, oder jetzt so eine krasse Onix hier. Onix Rayquaza Mischung. Rayquaza. Onix Kleinstein, Junge. Oh, du fängst tatsächlich einen Raupi. Ich glaube, wir dürfen keine Pokémon fangen. Nee, hey, merke ich auch schon, ey. Was sind das?
Ach, Radpatzke. Wir kriegen nur nicht die coolen. Ah, hier, wenn wir den. Wir können den austauschen gegen Knuffemser. Wenn wir den Knuffemser haben wollen. Aber wer will den Knuffemser haben? Die Wirkung vielleicht, die sind ein bisschen besser, aber. Ja, dann geht's doch. Aber dauert das nicht ewig, bis man das Ziel ja hat. Jetzt einfach jedes Mal gespeichert wird. Okay, erste Fusion. Ja, boah. Vielleicht kommt Pokémon bei raus, wo wir uns denken, ja, kann man mal machen. Sonst wir müssen die benutzen. Bin mal gespannt. Oh, wie süß. Ja. Das ist ja auf jeden Fall die Dex Nummer 8001. Alter. Alter, nicht ein Mauzi und Hornio. Das ist krass, das ist krass. Ey. Oh, das Arme. Vor allem Kokuna und dann Snobilikat. Wie läuft. Das ist halt eine Frage, ne? Wie ist denn das bei wenn es sich weiterentwickelt? Dann müsste das ja eigentlich deine gepanzerte Katze werden, oder? Okay, zwei Pokebälle, die müssen reichen. Hoffentlich. Ja! Easy. Was meinst du, Sven? Wollen wir diesen Plan machen oder nicht? Machen wir. Na, die Nidorans machen? Mhm. Okay, nicht angegriffen. Sie meine ich. Und hoffen, Sven. Hoffen. So, hoffen. Das war eins. Jetzt noch hoffen, dass das Spiel nicht abschließt. Jawohl. Halt die normalen Anfangsprobleme, die wir immer hatten. So, Sven hat gesagt, fusionieren. Alles klar. Nidoran. Fusionieren. Aus männlich und weiblich, jetzt, weißt du? Und jetzt kommt der dritte Geschlecht, jetzt kommt divers. Genau, legendäres Pokémon quasi. Nummer 13.469. Geh weg von Rocco. Kempalium. Dein Ersatz, Sven? Was denn? LOL! Da, okay, ich muss sagen, Raupi ist ein geiles Pokémon für Fusion. Auf jeden Fall. Das sieht mega nice aus. Das hat echt was. Ja, immer weiter. Okay, jetzt habe ich Angst. Was bist denn du? Anscheinend Arme, aber einfach nur die Beine. Das ist aber cool, finde ich irgendwie. Hat was. Ja, trotzdem. Finde ich aber geil, dass die beide Sorte. Oh mein Gott. Kratzfasern ist ein scheiß Pokémon für Fusion. Oh, voll niedlich. Aber die kleinen Beinchen und diese Superarme, weißt du? Klein, oh, der kleine Fratz, ey. Süß. Vielleicht hat die Miriam, ne? Also Miriam hatte keine Ahnung von Fusion. So weit will ich auf jeden Fall schon mal gehen. Das war's schon. Ist doch voll süß. Alles klar. Ah, okay. Ah, okay. Er benutzt zwei Pokémon und wir müssen sagen, welche beiden wir benutzen. Hm? Wir dürfen auch nur mit zwei spielen. Das ist auch cool, ja. Okay. 3, 2, 1.
Ist das ein kleiner Stein mit Taubsi? Ja. Alter. Nicht jeder kann ein Taub. Kann ein Raupi sein. Das Ding kann ja nicht mal mehr fliegen. Das ist einfach ein Stein, was am Boden festklebt. Das ist einfach ein Pinguin in Scheiße. Oh, dick nix. Ich glaube, da kommt jetzt mit dick da Onyx an. Wie süß. Und diese Nase, ey. Oh, wie süß. Oh, wie süß ist das denn? Also, das sieht echt gut aus. Onyx sieht immer so gefährlich aus und so sieht es einfach aus. Knuddeln. Das sieht echt süß aus. Das passt doch richtig gut zusammen mit dem Loch da, so, weißt du? Mit dem Loch? Ja, also mit dem Erdhaufen da. Ja, also Onyx passt halt. Aber wie, weißt du, Onyx kommt immer voll böse und sieht jetzt aus, als würde er dich so anlächeln. Ja. Guck mal, so voll der fröhliche Pokémon. Mit der roten Nase. Oh, Sven, das kriegen wir nicht hin. Aber voll süß. Und das, der Dicknix macht uns fertig. Ja, können wir auch einen Dicknix haben? Boah, das wird jetzt knapp sein. Nein, er darf zuerst! Nein! Wir haben überlebt, 2 Leben! Easy Game! Easy Game of my life! Alter, wir haben gewonnen! Wir haben Dicknix fertig gemacht! Dicknix kann nix! Aber es sieht trotzdem voll cool aus! Ja? Pika-Puff! 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 Pika-Puff ist es! Pika-Puff ist es! Das ist ja mega geil! Alter, das ist echt geil! Pika-Puff ist ja mega geil! Okay, da war ich zu greedy. Aber Pika-Puff ist nice! Wo ist ein Pika-Puff? Das ist eins von dem Trainer, Sven, da kann ich nichts hören. Oh. Ja komm, das schaffen wir! Oh komm, ich hab... Oh, come on! Das ist unfair! Ein Pika-Puff ist echt süß. Pika-Puff ist echt krass. Ich krieg Pia auch noch Punkte. Okay, wir müssen jetzt Pia nachher mit irgendwas fusionieren. Das geht nicht. Vielleicht tauscht der Pika-Puff gegen Pi. Dann. Nidoran ist jetzt Level 16. Entwickelt es sich ja bald. Eigentlich. Oh. Oh. Weiterwickel. Wir haben jetzt ein Nidorino. Ja, moin. Und ein Sonderbonbon. Krass. Oh, Moment. Erstmal, bevor hier noch, und da drunter noch ein. Nein, nicht Option. Erstmal speichern. Und dann heilen. Eigentlich wäre andersrum smarter, aber wir machen es ja eh fast schon. Okay, noch ein, so ein Rockstein. Ein Ewigstein haben wir bekommen. Oh. Ist okay. Lol. War das damals auch so? Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr so gut dran. Lol. Lol. Das ist ein Mondstein, Svenny. Jo. Lohnt sich zu warten oder soll ich reinballern? Ballerei. Okay. Alles klar. Weibliches Nidoking. Da, da, da. Okay, das sieht mega aus. Hallo Five, willkommen zurück. Willkommen zurück. Rechtzeitig zu Nidoking. Ich finde das cool. Oh, boah, boah, boah. Der sieht cool aus. Sieht aus wie so Nidoking, ne? It's shiny. Aber Gesicht von Nidoqueen. Ja moin, Spiel stürzt ab. Ja geil, wie geil ist das denn? Was wir da oben wohl in den Stein finden werden. Finden wir es heraus. Und jetzt ist ein Kleinstein runter, natürlich. Alter. Aber wir wissen jetzt immerhin, ob es sich lohnt. Das ist quasi jetzt Restart. Und Edelstein, Sven! Krass! Ja, krass. Was wohl aus Nido renoviert, wenn man den einem Stein gibt? Ich weiß es nicht. Finden wir es heraus? Man ist einfach unsicher, ob Fred das gesehen hat, deswegen haben wir nochmal schnell gestartet. Genau. Jetzt ist ein Nidoking und es ist abgestürzt.
Nee, doch nicht. Er hat keine Geräusche gemacht, deswegen bin ich davon ausgegangen. Vorher müssen wir nach. Ich weiß halt nicht mal, ob wir nachher gucken, ob sich da lohnt zu gucken, wie es andersrum aussieht, weil. Da bin ich ja schon mit zufrieden. Genau. So bin ich ja eh auch schon zufrieden. Ratata! 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 Krasser Name eigentlich und da kommt dann Ratzfatz. Kennst du noch Dr. Zoidberg? Ja. Ich frag nur so. Das ist aber neu. War aber auch nicht schlecht. Mhm. Ich wie gesagt, alle Neuerungen, die bisher im Vergleich zum damals drin sind, mag ich. Ja. Davor war da ja nur dieser eine komische Typi. Ne? Genau, Alter. Was passiert jetzt? Das Gerät ist ja neu, ja, verstehe ich. Okay, jetzt kommt ein Fusionsding. Operation Fusionswellen sind aktiviert. LOL! Ich glaube, ich verstehe es. Ich glaube, jetzt haben die Fusionwellen gemacht. Jetzt können wir, glaube ich, jetzt treffen wir bestimmt auch wilde Fusions-Pokémon, weißt du? Ah. Ja, ich hab's verstanden direkt. Kennst du diesen Blick, der sagt, töte mich? Ja. Ich glaube, der hat Schmerzen. Ja. So Zahnschmerzen. Aua. Ah, okay. Aber gut, dass wir uns die Frage gestellt haben. Okay, jetzt kommt halt dieser Professor mit den Fossilen. Ist auch okay. Oh, no. Kennst du diese Ausdrücke, die heißen töte mich? Alter. Das sieht richtig weggenommen aus. Ja. Der eine harte Nacht hinter sich. Alter. Oh, wir verlieren Genauigkeit. Alter, okay. Vor allem ist er wieder Shield. Aber ich habe auch eine Frage. Wie ist das denn, wenn die Pokémon einfangen, die fusioniert sind, ne? Die kann man immer noch defusieren, wahrscheinlich. Genau, hat man dann zwei zum Preis von einem, oder? Ich denke schon. Und wie teilt sie sich das dann in Pokébell? Der fragt sie ja vorher auch nicht, wenn sie sich fusionieren. Ja, weiß ich nicht. Ich hab nicht geguckt, was es jetzt wird. Lumanda, komm. Du das auch mal. Zufing. Okay, Zubat und? Ich weiß es nicht. Kennst du diesen Blick, der heißt, ich keine Ahnung? Ich kann den nicht deuten. Sieht interessant aus, sagen wir so. Okay, Lumanda muss jetzt reißen. Lumanda ist Level 16! Yay! Und Dorp, okay. Das klingt nach Doppelkick. Ich hab Angst. So eine dicke Bombe mit als Pflanze. Das sieht einfach aus wie so ganz was Myraplan, nur was fett ist. Was ich aufgeblasen habe. Das hat Voltoball gegessen. Okay, welches mussten wir denn nehmen? Dome, ne? Oder war das Helix? Dumme. Helix ist, glaube ich. Die ich glaub, Schnecke. Helix ist die Schnecke, meine ich. Okay, dann nehmen wir Dumme. Oder? Mir ist das egal, ich mag beide nicht so. Was? Ich kann hier wieder die Augen schauen. Wir sind draußen aus der Scheiße. Endlich. Und hier habe ich damals Glumanda gefangen bei Let's Go. Aha. Aber wer macht ja auch nichts, was man fusionieren könnte. Das ist nichts Cooles. Nee. Da kommt's ja auch an. Svenik! Oh oh. Dö. Hä? Jenzel kommt an. Ach. So ein Langweiler.
Okay, der ganz normal ist Tauroga, ja. Ja, vor allem der hat 4 Pokémon. Ich glaube, der Mann ist fertig. Bitterkuss, das ist eigentlich gut. Ja, für Pokémon, was wir nicht benutzen. Mantata, was könnte Mantata sein? Radikal und? Ratz und Mantax, glaube ich. Achso. Würde ich jetzt mal sagen, oder? Oder Radikal. Kommen wir erstmal, Nidoking mit Doppelkick. Radikal war echt hier Mantax und... Menki. Bescheiden wir doch gut, trotzdem gut. Da kommt er wieder, Aslin. Der kommt wieder. Jawohl. Sieht aber auch nicht so schlecht aus. Naja. Vor allem ist es immer noch so fröhlich. Es ist halt immer noch, es ist halt immer noch ein Shiggy, ne? Ja. Würde ich behaupten, oder? Ja, ich immer noch die Farben, ja. Weil Shellock ist ja immer noch, ist ja immer angepisst. Shellock guckt immer angepisst, ja. Und ganz ehrlich, wenn ich Shellock wäre, wäre ich auch angepisst. Und Abra als letztes. Okay. Ich hab mir was Cooles vorgestellt, dann kommt jetzt gut Text. Fick dich. Abra. Und Crit und Brenn. Ja, easy. Fick dich. Gar kein Problem. Wie, was? Er hat mit Teleport Schaden? Hä, ist einfach das denn? Hab ich Teleport falsch verstanden in meinem Leben? Das ist nicht der Sogoku-Teleport. Ich glaube, Abra hat Sogokus Teleport. Was hinter einer Auftauung oder Kamehameha nicht. Bestimmt. Update, man! Guter Tausch! Ich sag ja, Knuffemser ist es. So. Aber ich meine, wir sind ja schon wieder 3,5 Stunden dabei. Soll ich mal sagen, für heute Pause? Ja. Okay, wir machen jetzt erstmal Pause. Wir haben eine Arena geschafft, den anderen haben wir schon mal ein bisschen angehaucht. Und schon mal 100 Pokémon fast gesehen. Ist ja schon mal für den Anfang nicht so verkehrt. Da stimme ich dir zu. Gucken wir dann einfach mal weiter. Vielleicht machen wir nächste Woche weiter. Sonst Ebon. Mal schauen. Genau. Auf jeden Fall schon mal ein witziger erster Blick so. Zu gucken, was es da schon ist. Und jetzt fängt es ja erst an zu eskalieren mit dem Pokémon. Ne? Wir haben ja erst 99 gesehen von 175.000. Wer weiß, was noch alles da auf uns zukommt. Auf jeden Fall, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Und auch auf YouTube. Natürlich auch vielen Dank fürs Einschalten. Und Abo und so und Follow, je nach Plattform. Wäre natürlich auch cool, wenn euch das hier so gefällt. Aber hey, erstmal schönes restliches Wochenende. Genießt den Abend und kommt gut in die nächste Woche. Tschüss. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so.